Maximale Segelflughöhe 1,9, Ausklinkhöhe 440 Meter, Leppgeschwindigkeit 130 km/h und oben vom Ausklinken muss man mal ein bisschen Gas rausnehmen, dann ist er schneller geworden. Was möchtest du denn machen? Also mit Rollübungen war ich jetzt durch und als nächstes wäre dann langsam. Na, dafür sind wir zu tief für solche Sachen. Ich fliege einfach mal ein paar Kreise, wenn hier ein bisschen Thermik ist. Flieg mal 20 Grad nach links. Und aufrichten, aufrichten. Warten, warten, warten und jetzt links rein. Und etwas langsamer durch unter 100. Jawohl. 90 bis 100, ne? Das ist wieder zu schnell. Mal schön die Nase am Horizont lassen. Aufrichten. Guck mal hoch, direkt über uns. Oh ja. Und links rein. Aufrichten. Mal ausfliegen. Und wieder rechts rein. Genau. Guck mal, wie der Flugplatz ist. Hier, genau. Guck mal über uns, siehst du den Vogel? Ja. Mit dem Vogelkreis, da muss auch steigen sein. Ne? Jetzt gehen wir mal rein wieder im Kreis. Nach rechts gucken. Du musst immer ein bisschen raus, also nicht ein bisschen, aber du musst immer rausgucken. Also auf die Instrumente guckst du halt immer nur ab und zu. Du musst draußen sehen, was draußen los ist. Ne? Ist jetzt ein bisschen anders als im Simulator. Ja. Im Simulator blotzt du nur deine Instrumente an. Hier ist es anders. So, wieder steigt.
ja die Verbindung, ne? Genau. So, komm wieder rein. Ja, genau, wieder rein. Mal gucken, ob wir den Schirm sehen. Dort ist ja beide, sind beide. Ja, alles klar. Mal wieder ein bisschen geradeaus. Wo ist die Maule?
Wo wird sie denn sein? Na, was? Die hat abgesetzt, die landet jetzt. Wo ist die Motorflugplatzrunde? Ah ja, da. Genau. Da muss man mal beobachten, was jetzt passiert. Weil der sieht aus seinem Flugzeug relativ wenig. Und aus irgendeinem Grund geht schon wieder unser Flam nicht. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Tango Bravo, rechter Minimann, Flugzeug. Tango Bravo von der 1.9, hast du dein Flam an? Selbstverständlich, ich habe euch vor gerade noch gesehen. Ja, wir sehen dich gar nicht. Kannst ja links mal wieder rein, immer links rein. Aber man muss immer mal links kreisen, rechts kreisen, dass man sich nicht angewöhnt, dass man nur eine Richtung kreisen kann. Die wissen auch, wo es hochgeht. Ja. Du musst nur gucken, dass du nicht gegenfliegst. Ne? Ja. Eins, zwei, drei. Von deinem Segelflug, wenn ihr Bedarf an Netzen habt, ist euch das nicht. Weiter geradeaus oder wo ist der Flugplatz? Der ist jetzt hinten links. Sollten wir langsam zurückfliegen? Ja. Dann machen wir das mal. Fliegst du mal zurück und ordnest dich den Platz rum. Und machst deine Landeentscheidung. Ne?
Segelflug Delta in neuen Gegenangebot bis zu 2,5. Bis zu was? 2,5. Okay. So, ab der Position minus 100, genau. War gut. So die Landung und so Start. Hast du die anderen Landungen auch schon mal alleine gemacht? Nicht komplett alleine. Also warst du da jetzt noch nicht dran? Oder? Die hast du jetzt. Ich war nicht dran. Ach so, okay.